Von der University of Missouri in Columbia ist sie nach Berlin gekommen, zum Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Aber heute ist sie hier bei uns und fragt geschlechtgerecht über die Entwicklung der Geschlechterrollen. Herzlich willkommen, Frau Professor Engelstein. Hallo. Ich grüße Sie, schön Sie zu sehen. Ich sehe, dass wir heute Abend ein gemischtes Publikum hier haben. Sie zum Beispiel, nehme ich an, von der Kleider, von dem Haarschnitt, auch von der Schultergröße. Sie nehmen sich wahrscheinlich für einen Mann. Stimmt's? Und ist ja nur eine Vermutung, aber ich würde glauben, dass Sie sich Frau nennen. Okay, also heute will ich diese Geschlechtsbegriffe auf das Grund gehen. Was verstehen wir unter solche Worte wie Mann und Frau? Und wo kommen diese Vorstellungen her? Dazu gehört die Biologie, aber nicht nur. Ich bin Kulturwissenschaftlerin. Ich erforsche die Literatur und auch die Geschichte von den Naturwissenschaften. Die sind alle beide Produkte unserer Kultur. Mein Forschungsgebiet ist es, zu untersuchen, wie wir Menschen von uns denken, wie wir uns klassifizieren, und das heißt unter anderem ins Geschlechter. Heute sprechen wir nicht nur vom Geschlecht, sondern auch von Geschlechterrollen, und schon zwar seit 4 Jahrzehnten oder so. Aber anders als vor 30 oder 40 Jahren glauben die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute, dass diese Rollen natürliche Grundlage haben. Das heißt, wir glauben, dass Männer unterscheiden sich von Frauen nicht nur körperlich, sondern auch geistig, und dass wir diese Unterschiede gut abschätzen können. Heute will ich Sie ein bisschen verunsichern. Ich will vorschlagen, dass nicht mal die Geschlechter selbst durchgehend natürliche Begriffe sind und dass unsere Geschlechterrolle aus einer ganz bestimmten historischen Hintergrund kommen, die auch gar nicht so lange zurückliegt in der Vergangenheit. Die Körper sind auch hier wichtig, die sind unterschiedlich. Aber uns in nur 2 ziemlich gleichmäßige Kategorien einzureihen, das ist zu grob. Also, wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, stoßen wir auch ganz fremdartige Vorstellungen vom Geschlecht. Die kommen aus dem Altertum, überdauerten aber 2000 Jahre lang, bis zur Aufklärung, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Da glaubte man, es gäbe nur eine gesunde menschliche Form, und diese Form sei männlich. Oft aber gäbe es nicht genug Hitze in der Gebärmutter während der Schwangerschaft. Da konnte sich der Fötus nicht völlig entwickeln. Und das Kind, das geboren würde, bliebe immer zurück. Ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer, ein bisschen weniger intelligent, auch ein bisschen weniger rational. Und obendrein seien seine Geschlechtsorgane drinnen stecken geblieben, statt draußen zu kommen, wie es sich gehörte. Also Mädchen seien eine Art Geburtsfehler. Während dieser 2000 Jahre, wo man mehr oder weniger so geglaubt hätte, sah die Gesellschaft natürlich anders aus als heute. Die meisten Menschen waren Bauern, und Männer, Frauen und Kinder, sie arbeiteten zusammen auf den Feldern. Natürlich hatten sie mindestens teilweise verschiedene Aufgaben, und das erklärte man als hierarchisch. Das heißt, der Mann war perfekter, ja, und deshalb war er auch Familienvorstand. Aber es gab keine getrennten Bereiche. Das war so eine Arbeitseinheit, könnte man sagen. Da kam die industrielle Revolution, und die Arbeit wurde zur Lohnarbeit. Arbeitsteilung wurde zum stärksten Prinzip des aufkeimenden Kapitalismus, auch in der Familie. Da entwickelte sich die Idee von 2 Geschlechtern, die nicht nur unterschiedlich waren, sondern sogar gegenteilig und komplementär. Der Mann wurde zum Arbeiter und die Frau zur Fürsorgerin. Diese Idee von Komplementarität, von gegenseitiger Vervollständigung, ging sehr tief. Das war auch der Zeit,
wo die Biologie als Wissenschaft sich entwickelte. Und es gab Naturphilosophen, die sagten, na, also alleine hat man einige Organe, die ganz und gar überflüssig sind. Ja, die funktionieren nur, wenn man zu zweit ist. Also das heißt, alleine bin ich ein halbes Organismus. Und nur ein fortpflanzungsfähiges Paar bildet dann ein Organismus aus. Also, Sie sind jetzt im Bilde. Früher gab es eine Art Menschen und ein Leistungsmodell. Dann kam man auf die Idee, dass es zwei verschiedene Menschenarten und zwei verschiedene Leistungsmodelle gab. Also Männer und Frauen hätten beide Stärken und beide Schwächen. Klingt wie ein Fortschritt, oder? Also was sind sie, diese Schwächen und diese Stärken? Also die Männer seien physisch stark, ehrgeizig und wettkampfbereit, intelligent und kreativ. Keine schlechte Liste. Und die Frauen, was haben sie für Stärke? Hingabe, Opfernbereitschaft, Tugend, wie auch natürlich sozialer Zusammenhalt. Also ich weiß nicht, wie Sie Frauen hier oder zu Hause denken, aber wenn diese Liste stimmt, dann würde ich gern auf der anderen Seite stehen. Ja? Aber auf die andere Seite zu kommen, ob man Frau oder Mann war, das hatte hohe Kosten. Man wurde als unnatürlich verurteilt, als unmännlich oder unweiblich, sogar als ein Monstrum. Also wie weit sind wir davon weg heute? Das ist eine Frage, die nur Sie beantworten können. Was halten Sie von einem Mädchen zum Beispiel, das ehrgeizig oder sich als altklug beweist? Was halten Sie von einem Jungen, der Kleinkindererziehung werden will? Glauben Sie, dass Ihre Töchter physisch zerbrechlicher sind als Ihre Söhne? Und was denken Sie? Haben Männer und Frauen verschiedene Einstellungen zur Sex? So sprechen wir von Sex. Wer denkt öfter an Sex, Männer oder Frauen? Was denken Sie? Also Sie wissen schon, was für eine Menschenart ich bin, dass ich Fangfragen stelle, nicht? Also ich habe das Wort Frauen gehört, aber ich glaube, das glaubt wenige Leute heutzutage. Die meisten Menschen in der heutigen Gesellschaft glauben, dass Männer öfter an Sex denken. Diese Idee ist aber neu. 2000 Jahre lang war nichts selbstverständlicher, als dass Frauen öfter über Sex denken, dass sie mehr Freude an Sex haben, dass sie oft fremdgehen. Warum? Weil Männer intelligent und rational waren und die leben in den Kopf, während Frauen seien ihrer Körper angehaftet geblieben. Und deshalb sind sie auch lüstern, so dachte man. Ja? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie fragen sich, wie die Menschen so lange so etwas hätte glauben können. Aber das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, warum denken wir jetzt das Gegenteil? Ja, also in dem 19. Jahrhundert mussten Frauen ihren Sexualtrieb einbußen, damit sie Ideale von Tugend und Reinheit erfüllen konnten. Und man brauchte diese Ideale als Gegengewicht zu einer männlichen Arbeitswelt, das grausam und hart erkämpft war. Ja? Also Sozialwissenschaftler würden gern wissen, heute, wer öfter an Sex denkt. Aber es gibt keine Naturmenschen, die man fragen kann. Ja, also wir haben nur Erwachsene und diese Erwachsene haben ein lebenslang gesellschaftliche Erwartungen eingesogen. Körper sind aber auch wichtig. Also sprechen wir von Körper. Wie unterscheiden sich Männer und Frauen? Es gibt verschiedene Faktoren. Chromosomen zum Beispiel, XX oder XY, innerliche Organe, äußerliche Form, Hormonproduktion und das ist sehr wichtig, auch die Aufnahmefähigkeit, also das heißt Hormonaufnahme. Wenn die Zellen die Hormone nicht erkennen, dann wirken sie nicht. Also diese Faktoren fallen aber nicht immer zusammen. In bis zum 1,7% der Bevölkerung fallen die nicht zusammen. Und das heißt 120 Millionen Menschen, die heute am Leben sind. Diese Menschen geraten oft unter Druck und schon als Neugeborene manchmal.
dann werden sie operiert, auch wenn sie gesund sind, nur damit ihr Aussehen unseren Erwartungen von Männlichkeit oder Weiblichkeit entspricht. Manchmal aber ist nichts von außen zu erkennen und Menschen wissen nicht, dass sie in so einer Kategorie sind, bis später im Leben. Wenn jemand zum Beispiel zum Sportlerin wird und dann wird entdeckt, dass sie in diese Kategorie gehört, verliert sie sehr oft ihre Sponsoren, also die wollen nichts mit so einem Menschen zu tun haben, und manchmal auch das Recht, bei Wettbewerben teilnehmen zu dürfen. Es gibt aber auch andere Menschen, die unter Druck geraten, weil sie unserer Geschlechtsvorstellung nicht entsprechen. Denken wir an gleichgeschlechtlichen Paaren. Also hier in Deutschland dürfen sie eine Partnerschaft gesetzlich eingehen, aber diese Partnerschaft ist nicht eine Ehe und sie dürfen nicht adoptieren. Gegner von dieser Rechte, die sagen, diese Paare sind unnatürlich. Die können sich nicht gegenseitig vervollständigen. Sie sind nicht komplementär. Ja, also die benutzen eine Rhetorik, die 200 Jahre alt ist, für diese politischen Zwecke. Die sagen auch, dass Mädchen, die in solcher Familie aufwachsen, nicht weiblich genug würden und Jungen nicht männlich genug. Also ich würde nur fragen, dass wenn unsere Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit tatsächlich aus der Natur kommen, wie können sie durch Erziehung so verletzlich sein? Die Natur braucht von uns tatsächlich keine Nachhilfe. Ja, es gibt eine Vielfalt von menschlichen Körperarten und eine Vielfalt von menschlichen Eigenschaften. Und ich würde nur eine Frage stellen, ob es nicht an die Zeit ist, uns nicht mehr nach einem Muster zu schneiden, der zwar aus der Aufklärung kommt, aber alles anderes ist als aufgeklärt.